Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Spyro the Dragon. Ja, wir sehen, dass ich das letzte Mal doch nicht abgespeichert habe. Stattdessen zeige ich nochmal diesen Weg, denn es geht doch tatsächlich von hier aus. Und es laggt. Lagmaster. Warum laggt es? Naja. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt auch die letzten Edelsteine und sowas hier. Weil das kann ja nicht angehen, dass ich hier die ganzen Sachen einfach mal so vergesse. Vor allem, die kann ich auch später noch ganz gut gebrauchen. Ja, das ist natürlich jetzt unschön, dass das... dass ich jetzt da so in der Nähe stehen bleiben muss, aber... Aua. Ja, da muss ich eben halt damit leben. Obwohl, ich könnte eigentlich auch immer zurückfliegen. Stimmt, das geht tatsächlich. Dass ich dann immer so zurückfliege. So, dann holen wir uns nicht diesen Schatz. Aber warum zum Geier bin ich jetzt... Ups. Spyro, was machen Sie da? Sie fliegen ja heute irgendwie wie Albatros Airlines. Der Flug ist schön, aber die Landung ist beschissen. So, und den Edelsteinchen hätte ich jetzt auch ganz gern. Danke. So, und ich glaube nicht, dass ich da jetzt... da hinten drauf kommen, oder? Na, egal. Und es laggt schon wieder. Das ist jetzt nicht schön. Komm, holen wir uns noch ein Leben. Und es laggt schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Ich hab doch alles ausgeschaltet. So, da haben wir auch wieder ein neues Leben. Ja. Und dann kehren wir wieder einmal zurück, weil ich habe vergessen zu speichern. In die Welt von Magic Crafters und dann zurück zu Beastmasters. Ich hätte jetzt auch die Edelsteine offline holen können, aber... Ja, lach dir einen ab. Lach dir doch nur einen ab. Habe ich die Edelsteine vergessen? Na egal, die Edelsteine, die letzten, die hole ich sowieso nachher. Ach hinein. Und ich werde gestört. Bis gleich. Das nächste Mal hänge ich wirklich ein Schild auf mit der Aufschrift... Aufnahme, bitte nicht stören. Es geht mir langsam wirklich auf den Keks. Jedes Mal bei Spyro. Ich glaube, in den letzten paar Aufnahmen von Spyro habe ich wirklich nur ein einziges Mal wurde ich da nicht gestört. Und das war die letzte Aufnahme. Da war ich aber auch in Eile. Nicht aufregen, Blatt. Einfach nicht aufregen. Einfach nur noch 11 Minuten aufregen. So, wir sind in Beastmasters Welt. Hier gibt es komische Hühnchen. Ah ja, Beastmasters Welt. Das ist so ein Sumpf, denke ich mal.
Das sind die Hühnchen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was für eine Welt das war. Oh ne, konnte gerade noch ferner werden. So, ihr habt's an den Hühnchen gesehen. Die elektrisieren da eine Metallplatte und dann war's das mit uns. Da drin können wir, glaube ich, nicht rein. So. Ja. Diese elektro-komischen Dinger. Ja. Egal. So. Wir. Bruno, der Bär. Nasty Dog verwandelt unseren Sumpf in eine elektrisch geladene Müllhalde. Aber war es hier früher so schön? Ja, klar doch. Der sieht sogar aus wie Bruno der Bär. So. Ihr kennt ja inzwischen das Prozedere hier in Spyro. Ich hole erstmal alle Sachen. Was bist du denn für ein Riesenwarzenschwein? Ist Pumba ausgebrochen? Ah, ne. Schüttelt leider nicht ab. Ich habe noch in Erinnerung, dass irgendwas, das Ganze immer abschütteln. Ich glaube, das war in der zweiten Welt die Kakteen. So. Natürlich, da ist wieder unser Gefährte Luftballonfahrer. Jetzt müsste ich aber so ein bisschen angucken, was es hier so alles gibt. Weil ihr habt schon gesehen, in der letzten Welt habe ich schon nicht alles geholt. Jetzt werde ich es wahrscheinlich auch in dieser Welt nicht schaffen. Beziehungsweise ich habe in keiner Welt eigentlich so ziemlich alles geschafft. Ich hab's nur geschafft in den Normalwelten. Also alles außer den Flugwelten. Da habe ich, glaube ich, in der ersten und der zweiten Welt, glaube ich, alles geholt. Hier ist wieder Sumpfis mit ja. Elektroschocks. So, und da hinten komme ich nicht hin. So. Ja, von da oben komme ich jetzt wahrscheinlich dahin. Gucken wir aber erstmal nach, was dieser Cray. Es tut mir so leid, dass ich die Drachen immer noch nicht in... dass die Kristallen immer noch in Kristallen gefangen sind. Die Kristallen in Kristallen? Hä? Vielleicht geht es mir etwas besser, wenn du 50 Drachen gerettet hast. Also wir müssen 50 Drachen befreien. Ui, jetzt haben wir da auch so einen Schnellweg. Oh, schön. So, die Pyramide ein bisschen hoch. Und ich denke mal, von dort aus komme ich gerade so hin. Sehr schön. Ja.
sehr knapp bemessen hier. Mach da bitte auf! Ich möchte den Schatz haben! Oh, Schätzlein! Ganz, ganz viele Schätzis. Schnapp, wie schnapp, schnapp. Ich glaube, ich habe jetzt aber einen... Jeder Wert eigentlich... Bis auf den Hauptwert jetzt. Habe ich, glaube ich, jede... Alle Drachen befragt. Da habe ich alle... Na, in Dry Canyon habe ich nicht... Alle Drachen befragt. Oh, Peacekeepers habe ich auch noch nicht mal alles. Da habe ich alles... Zumindest alle Drachen jetzt. Und hier fehlt mir noch einer und der ist höchstwahrscheinlich hier oben auf der Pyramide. Aha. Das ist aber nichts. Ist ja gar nichts. Was ist das denn für eine Verarsche? Mit Barsche. Hä? Metalhead. Also entweder habe ich was vollkommen übersehen. Oder ich bin einfach nur blind. Ja, ich bin blind. Da hinten. Dann haben wir Cletus. Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt, aber ich habe gar nichts gehört. Ich glaube, er hat sowas gesagt, so von wegen, oh, ich muss weiter. Aber man muss ja meinen, hier mit... Gott, ey. Real life. Einfach nur suckig. Au. Ich meine mich zu erinnern, dass man in irgendeines der Dinge auch rein kann. Zum Beispiel hier. Ich find's ja manchmal schön, dass die Leute ja gute Laune haben, aber nicht, wenn man da in meinen Videos immer reinstört. White Flight. Na komm, das machen wir noch. Eineinhalb Minuten haben wir ja noch. So, Flug-Action. So, 3. Wo ist die nächste? Da. So, zacki, zack, zack. Ja, Nummer 1 haben wir. Da haben wir auch schon mal alles. Flugzeug. Drei Flugzeuge fliegen hier noch rum. Ah, schade. Ja, damit würde ich dann sagen, beende ich diesen Part und sage bis zum nächsten Let's Play Part, Blood SFB, meldet sich ab.